Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2 Pass of Fire. Wir sind im Ödland angekommen, haben hier auch schon unser erstes Herzchen gemacht und bewegen uns jetzt mitten ins Land, um Lager vom Palavajoko so ein bisschen aufzustacheln, mit dem Glauben, dass die Sonnenspeere hier ein bisschen Tumult machen. So, und dazu schnappen wir uns am besten unser Reittier, denn damit kommen wir am schnellsten hier durch das Land. Nur mal eben gucken, wo es lang geht. Da lang. Der Weg führt nämlich. Müssen wir hier über die Brücke? Ich glaube, wir müssen hier über die Brücke raus. Der Weg führt nämlich hier. Da den Berg hoch. Wir können da den Aussichtspunkt noch mitnehmen. Aber ich weiß nicht, wie wir da jetzt am besten hochkommen. Na, dann machen wir das. Wir machen das später. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Aufgabe hier, um unsere Quest. Dass wir. Ja, Joko hier. Dass wir die Lager drehen. Und weiter ins Land reinkommen. Gehen müssen wir hier lang? Ne, wir müssen höher, ne? Hallo, ich bin gar nicht da. Hier sind natürlich jetzt überall Wachen und Patrouillen. Und da haben wir unser erstes Lager. Wir müssen das Lagerbanner ändern. Und dazu müssen wir hier aber erstmal ein bisschen aufräumen. Guten Tag, die Herrschaften. Ich bin die Wachablöse für heute. So. Sie haben jetzt Feierabend. Aua. Mal diese roten Felder. Geh doch da raus, Coxie. Dankeschön. Der Veteran hält ein bisschen mehr aus. Das gefällt mir gar nicht. Nein, lass das. Lass das mal sein, Kollege. Lass das mal sein. Kann ich nicht gebrauchen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Oh, er ist schon tot. Das hier sieht anders aus. War die Initiative nicht vorher eine Linie? Jetzt ist das so eine Zickzack-Linie. Haben die da was gepatcht? Es war doch nicht immer so, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Muss ich nochmal in alte Videos gucken. Aber ich meine, das wäre doch vorher eine gerade Linie gewesen, oder? Verwirrung? Ich meine, ich habe eben kurz vor Spielbeginn einen Patch runtergeladen. Ich weiß nicht, ob der damit zusammenhängt oder ob das mit dem Beta-Event-Patch letztens schon kam oder mit dem Halloween-Patch. Ich keine Ahnung. Fällt mir nur gerade auf. Ah, nein, lasst mal. Nee. Nee, gerade nicht. Ich suche Lager. Wir kämpfen uns hier den Berg einmal hoch, immer tiefer in das Gebiet von Yoko. Einmal schnell über die Schlucht. Und da vorne ist der nächste Punkt. Und wie ihr seht, das ist hier nicht mehr so schön, ne? Hier unten, das sind alles Schwefelflüsse. Oh, hier ist ja kaum einer. Sehr schön. Schwefelflüsse. Hier sind doch ein paar Kollegen. Naja, gut. Und in die sollte man auch so gut wie es geht nicht ohne Reittier reinspringen, beziehungsweise ohne den Rochen. Könnte auch wieder böse enden. Würde ich nicht empfehlen. So, einmal aufgeräumt hier. Gleiches Spielchen wie eben. Nur, dass ihr irgendwie nerviger seid. Die anderen Kollegen waren kooperativer. Bitte nehmt euch da mal ein Beispiel dran. Wieso ist der Veteran unverwundbar? Können wir dich bitte auch einfach hier beseitigen und uns dir entledigen? Das wäre sehr schön. Es wäre auch sehr schön, wenn du hier nicht so ein Gefussel am Boden machst. Denn dann geht das Ganze ein bisschen einfacher. So. Und einmal Banner ändern.
Dann huschen wir mal direkt zum. Achso, ich habe schon gedrückt. dann huschen wir mal direkt zum nächsten. Was hier den Weg runter sein sollte. Ach, guck mal, direkt da auf der anderen Brückenseite. Well, nein, ich bin nicht da. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Oh, das ist auch eine Wegmarke. Die holen wir uns mal, bevor wir das angreifen, falls wir sterben. Sehr gut. Haben wir hier zumindest schon mal einen Wiedereinstiegspunkt. Hallöchen, meine Freunde. Kommt mal ran. Lasst uns doch zusammenspielen. Das macht viel mehr Spaß. Ja, bringt noch eure Freunde und Kollegen mit. Sehr schön. Ja, noch mehr Freunde. Toll. Hallo. So, haben wir gleich. Dankeschön. Danke für Ihre Kooperation. Ich möchte einmal Ihr Banner neu dekorieren. Die Banner hängen, die Lager sind oh, das reicht schon. Sehr das schön. Sollte Iberus Aufmerksamkeit gewinnen. Auf jeden Nun Fall. Nun zum Knochenpalast, um zu warten. Okay. Wir haben das hier abgeschlossen. Sehr gut. Als nächstes sollen wir... Oh Gott, wo sollen wir denn? Da unten hin? Wirklich einmal quer über die Karte. Gut, wir versuchen mal diesem Weg noch ein bisschen zu folgen und das Gebiet zu erkunden. Und ich würde sagen, wir versuchen mal in Richtung Schakal zu kommen, um uns den zu holen. Der war nämlich, meine ich, der war doch hier in dem Gebiet, ne? Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich das Gebiet, ich glaube, das habe ich, wenn ich ehrlich bin, mit meinem Hauptcharakter nie zu Ende erkundet. Glaube ich. Ich bin mir dezent unsicher, aber ich meine... Au! Ich habe sowas befürchtet. Ich meine, ich habe nie mit meinem Main das Gebiet zu Ende erkundet. Okay, wieso springe ich denn da auch wieder rein? Wir folgen mal hier dem Weg, wobei ich meine, der Schakal wäre in die andere Richtung gewesen. Bin ich hier sicher? Kann ich hier kurz stehen und auf die Karte gucken? Okay, der Weg geht weiter darunter. Ich meine, wir müssten aber dahin. Ich gucke mal, ob wir da hinkommen. Denn dann holen wir uns erstmal das letzte Reittier von Pass of Fire. Denn das waren die 4 Standardreittiere, die man damals bekommen konnte. Es gibt ja mittlerweile noch wesentlich mehr, die nach und nach ins Spiel gepatcht wurden. Die Zerstörung entdeckt. Ich möchte hier gerne diesen Punkt haben. Müssen wir dafür da hoch? Okay. So, hallo. Und tschüss. Und wir müssen dahin. Da. Da, ich sehe es. Nein, mach mal nicht. Da oben müssen wir hin. In die Richtung. Das sieht von hier aber schlecht aus, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, schaffen wir den Sprung? Oh Gott. Ja. So. Hallöchen. Bringt das was? Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie lebendig wieder raus. Ich greife an. Wo bin ich? Nicht da, wo ich hin will. Hilfe. Ich hab mich verlaufen. Ich will hier nicht sein. Komme ich da hinten irgendwo wieder raus aus diesem Berg? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hallo? Nein, nein. Ich will nur... Danke. Ich muss dahin. Danke. Nein. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, da war eine Straßensperre. Lauf. Lauf, mein Kind. Lauf. Nein, jetzt halt mich doch nicht fest, du blöder Ochse hier. Los. Ich greife an. Nee, mach mal nicht. Wir müssen zu diesem wunderschönen Palastgebiet da. Lebendig. Komm schon. Guck mal, wie hübsch es ist, ne? So.
mich der nächste Dude an hier. Ist doch belastend. So. Das Schwefel. Gib mir mal schnell. Nein, ich wollte den hier. Das war blöd. Ich brauche doch den Rochen. Ich brauche den Rochen. Ich will hier nicht sterben. Nein. Das passiert, wenn man hier in die Kacke fällt. Schnell, Scoxy, los an Land. Gott. Okay, wir sind zumindest an Land. Wir kriegen dahingehend schon mal keinen Schaden mehr von dem Zeug. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir überleben. Ich würde gerne hier weiter hoch. Oh Gott, nein. Ich bin nicht da. Heil dich mal, Mädchen. Oh, der ist fast down. Naja, fast ist gut. Hälfte hat er noch. Komm, heil dich. Kommt nicht so wirklich an uns ran. Das finde ich gut. Oh Gott, wir haben es geschafft. Nee, ich möchte... okay, wir bleiben mal hier drauf. Ich habe Probleme. Wie kam man da hin? Okay, warte, ich bringe dich erstmal um, damit ich Ruhe habe. Und dann nehme ich mir doch am besten den Rochen. So. Weil damit kann ich definitiv ganz entspannt hier über den Schwefel fliegen. Wie ihr seht. Schakallauf entdeckt. Und da möchten wir jetzt irgendwie hoch. Frage ist nur, wie und wo. Fast. Hier geht's. Okay. Sehr gut. Hallo. Da musst du dann, glaube ich, da die Treppe nach oben. Oh Gott. Oh, der Sand, der uns entgegenkommt. Ja, los. Quäl dich hoch. So, und hier haben wir jetzt ein Herzchen. Dieser Sand, ne? Und dieses Herzchen müssen wir machen, um den Schakal freizuschalten. Liefert Runensteine und entfesselte Energie ab. Überrennt ihr Lichter, setzt die Fertigkeit Anspringen des Schakals bei gepeinigten Staubteufeln ein und schaltet Überreste aus. So, das heißt, wir können uns hier bei dem Kollegen einen Schakal ausleihen, also können wir ihn jetzt auch offiziell schon mal benutzen. Ich wähle ihn schon mal aus. Das ist nicht der Standard-Skin des Schakals. Das ist ein Shop-Skin. Und mit dem Schakal können wir kann ich mit dir was... ich kann dich einsammeln. Das bringt auch... Okay, das bringt was. Hallo. Okay, dich muss ich, glaube ich... Nee, so nicht. Ich weiß nicht. Oh, er verfolgt mich. So, ich würde hier gerne wieder weg. Mit dem Schakal können wir nämlich immer so... Ja, nach vorne teleportieren, würde ich es mal ganz dezent ausdrücken. Und wir können mit dem Schakal jetzt durch solche Portale springen. Dazu am besten einfach davor stellen. Doppelt Leertaste und man ist wieder ganz unten. Toll. Ganz toll. So, man kommt natürlich auch wieder zurück hoch. Wir sollen hier solche Überreste... Was sollen wir damit machen? Setzt die Fähigkeit Anspringen des Schakals bei gepeinigten Staubteufeln ein. Ach so. Kann ich dich einfach einsammeln? Nee. Aber... dich da oben. Warte mal. Wir üben. So. Zack. Funktioniert. Jetzt dürfen wir hier einmal den Parcours hüpfen. Kann man nämlich schön üben, mit ihm klarzukommen. Zack. Hier oben auch. Fangen wir auch wieder da hinten an. Also der Schakal macht echt riesigen Spaß. Ups. Ich spiele den mit am liebsten. Als Reittier. Ist eigentlich so mein Standard-Reittier. Bei allen
bei allen Charakteren. Toll. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir ihn jetzt endlich dann offiziell gleich haben. So. Probieren wir das Ganze nochmal. Sehr gut. Hat funktioniert. Ah. Naja, gut, wir kommen auch so darüber. Muss nur aufpassen, dass man nicht zu weit springt. Dann gucken wir uns jetzt hier einmal den Punkt an. Das Praktische ist, hier steht auch direkt ein Leittier neben uns. Wenn wir darüber springen, können wir das direkt benutzen. Wenn man es halt noch nicht freigeschaltet hat. So. Zurück auf den Schakal und weiter geht die wilde Fahrt. Upsi. Wir haben noch nicht sehr viel geschafft, ne? Erschöpfter Schakal-Runenschöpfer. Was kann ich denn mit dir machen? Keine Ahnung. Wo komme ich hier hin? Irgendwo, wo ich nicht sein will. Tschüss. Außerhalb vom Herzchengebiet. Auch gut. Da haben wir noch eine entfesselte Energie. Ohne Kontrolle. Wie ich sehe, sind eine Verbindung zu eurem Schakal aufbauen können. Ja. Sie behandelt ihn gut und denkt immer mit Stolz daran, dass ihr Abadons Dunkelheit in eine Kraft für das Gute verwandelt habt. Kann ein Schakal überwunden werden, sodass sich seine Essenz retten lässt. Also standardmäßig sehen die Schakale halt so aus. Aus Sand. Habt Eugene geholfen? Haben wir hier noch mehr zum Helfen? Da sehe ich nichts. Dann lass uns mal höher. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. So. Sehr gut. Da unten können wir noch lang hüpfen. Haben wir die auch eingesammelt. Oh, uns fehlt noch so ein bisschen was, ne? Da haben wir, glaube ich, noch welche. So. Upsi, dupsi. Kann ich dir nicht irgendwie helfen, mein Freund? Ich habe hier ganz viel Leuchtenergie. Irgendwie nicht, ne? Hier oben sehe ich jetzt aber nichts mehr. Da unten auf dem Portal ist noch was. Nein, nein, oh Gott, nein. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir fallen. Ah, aber das Schöne ist, man kann kurz vorm Boden wieder die Fähigkeit nutzen und dann passiert einem sehr wenig. Das ist immer sehr schön. So, da haben wir noch welche. Oh, nein. Bremsen. Rückwärtsgang. Piep, 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 piep. Der Rest entstand durch unsere Magie. Nein, spring doch nicht da drüber, Kind. Also es ist Fummelarbeit. Ne? Man muss das echt ein bisschen üben. Ich habe das am Anfang gar nicht hingekriegt. Mit dem Schakal. Aber man wird besser. So. Haben wir die auch? Da unten geht es noch lang. Da können wir auch noch mal welche sammeln. Wie brauchen wir denn noch? Bisschen. Oh, oh, oh. Oh Gott, das war knapp. Oh Gott, das war knapp. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Aber wie gesagt, wenn wir runterfallen, können wir uns sehr gut wieder auffangen. Das ist dann gar kein Problem. Da haben wir noch welche. So. Oh, jetzt müssten wir es doch mal langsam haben, oder? Ja, da haben wir es. Sehr gut. Wir haben das Herzchen fertig. Dann können wir jetzt einmal zum Herzchen-Typen gehen. Und gucken uns mal an, was er anzubieten hat. Wo ist er denn da? Guten Tag. Hi.
Ich bin zutiefst dankbar für eure Hilfe und euren Einsatz. Und euer Einsatz verdient den größten Respekt. Mein Alter bringt es so mit sich, dass Einzelne kurzlebig und strahlend erscheinen wie Sternschnuppen. Gerade noch hochgeschätzt und dann schon vergessen. Aber ihr ragt aus der Menge heraus. Eure Freundlichkeit und eure Haltung haben mich daran erinnert, wie inspirierend andere sein können. Ich bezweifle, dass ich euch je vergessen werde. Durch die Verbindung mit eurem Schakal werden Wind und Sand zu eurem Verbündeten. Dies ist ein sehr großes Geschenk. Geht klug damit um und nutzt es umsichtig. Viel Glück und schaut wieder vorbei, wenn euch nach mehr Training verlangt. Geistersturm Droschkor. Alles klar, danke schön. Dann zeig mir mal, was du anzubieten hast. Oh, Schakalerkundung Gegenstand. Oh, okay. Ich wollte da reingucken. Danke. Wir haben einmal ein Mini-Schakal-Reittier. Das holen wir uns natürlich auch. Und wir könnten uns den Geist des Schakals holen. Vertraulicher Brief. Was habe ich denn da gerade angeklickt? Heieiei. Wir haben jetzt auch hier die Möglichkeit, für den Schakal das Ding zu holen. Jetzt haben wir von allen vier Tieren die Gabe freigeschaltet. Das heißt, damit könnte man jetzt eine legendäre Waffe basteln. So, hier haben wir auch wieder die ganzen Standardsachen. Mondsichel, hier Rezepte. Und hier hätten wir Unterstützungsbekennung Schakallauf. Zum Benutzen Doppelklick. Ein Sammelgegenstand. Okay, holen wir uns den mal. Und Schakalleckereien vervollständigt zum Freischalten die Sammlung Schweberochensuche. Ein bisschen Schrott verkaufen. So. Oh Gott, mein Inventar. Den können wir erst... Achso, wir gucken ihn uns mal eben an. Ist halt ein Schakal. Der fast so groß ist wie wir, ist aber ein Mini. Mhm. Dann fügen wir den mal der Garderobe hinzu. Dann haben wir hier einen Sammelgegenstand. Sehr schön. 7 von 7 Gegenstände. Achso. Kommen nochmal 7. Verdammt. Was fehlt denn hier? Sonnensperrorden. Meine große... Was? Zawadi, die Verräterin? Ach, da müssen wir hier Kopfgelder machen. Bedrohung. Komm hier, Gebetbücher. Zu finden im Totenhaus in der Elon-Flusslande. Okay. Können wir dann vielleicht auch nochmal vervollständigen? So, was haben wir denn hier? Schakalleckerei, ein nahrhafter, magiedurchdrungener, speziell für Schakal gemachter Imbiss. Doppelklick, um euren Schakal damit zu füttern. Gewährt einmal am Tag Bonus Beherrschungserfahrungspunkte. Ja, komm. Können wir nicht. Warum nicht? Und außerhalb müssen wir auf unserem Schakal sitzen. Ja. Nom, 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 nom. Schmeckt gut, ne? Dann haben wir hier noch eine Kiste von Grants. Da haben wir auch Zeugs drin. Für den Erfolg sehr schön. Und was ist das jetzt? Vertraulicher Brief. Orden der Schatten. Ein geheimer Brief zur Überbringung in Achel Nakat, der verdeckt inmitten des Ordens der Schatten in der Zerstörung arbeitet. Ein geheimer Brief für Nori Mahat, der gegenwärtig verdeckt in... Okay, die muss ich dann wahrscheinlich abliefern. Oh, da können wir dann auch mal gucken. Sehr schön. Okay, wir gucken uns jetzt aber noch eben den Schakal an. Und zwar einmal seinen Beherrschungspfad. Und zwar, wenn wir ihn das erste Mal leveln, dann verbessertes Ausweichen. Mit der Bewegungsfähigkeit des Schakals könnt ihr jetzt allen gegnerischen Angreifen ausweichen. Drückt Springen oder Reitfähigkeit 1, um diese Fähigkeit zu aktivieren. Halt dieses, ne, was ich auch oft mit dem Raptor gemacht habe, so durch die Gegner durchspringen und dann steht da ausweichen, das hat man halt auch erst gelevelt und erst mit dem Schakal bekommen. Der konnte das als erster. Dann Verbündete unterstützen. Anspringen gewährt Verbündeten in der Nähe jetzt eine starke Barriere. Das sieht man manchmal, wenn man hier, wenn die Lebenspunkte, sag ich mal, runterrattern und einer mit dem Schakal reinspringt, dann hat man hier nochmal so eine extra gelbe Leiste. Müsst ihr mal drauf achten. Und die zeigt dann an, so
Die baut sich dann erst ab, bevor es wieder an die Lebenspunkte geht. Also im Prinzip so ein kleines Schild um einen selber. Dann haben wir Treibsand. Ihr könnt jetzt Sandportale nutzen, um an neue Orte zu gelangen, während ihr den Schakal reitet. Das sind halt diese Kringels hier, da. Das muss man auch erst erleveln, dass man da hindurch springen kann. Das kann man nicht von Anfang an. Ist dann halt bei dem dritten Punkt. Und geschicktes Ausweichen. Alle Reittiere können jetzt halt, wenn sie springen, diesen Ausweichbonus bekommen. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier noch zwei weitere Reittiere. Einmal den Rollkäfer, der kam mit der lebendigen Welt, das ist dann Staffel 4, ne? Der lebendigen Welt Staffel 4 kam der mit ins Spiel, da muss man dann, den werden wir, können wir leider nicht mehr so machen, denn das waren immer Sammelerfolge. Genauso wie beim Greifen, der kam auch etwas später noch hinzu. Die beiden konnte man, ja, durch Sammelerfolge, wie gesagt, konnte man die bekommen. Da musste man verschiedene Sachen sammeln. Ich kann ja mal eben gucken, ob ich die Erfolge spontan finde. Jetzt ist natürlich die Frage, wo. Versuche es gerade mal eben so zu erhaschen, ob ich was finde. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie die Erfolge hießen und wo sie kamen. Ja, auf jeden Fall waren das Sammlungen. Man musste in allen möglichen Gebieten von Path of Fire und ich glaube auch der normalen Welt Zutaten sammeln. Die musste man dann jemandem bringen und dann hat er gesagt, okay, jetzt geh zum nächsten Punkt und jetzt musst du bestimmte Lieblingsorte von den Viechern finden und dann musste man wieder über die ganze Karte rennen. Also solche Erfolge waren das und am Ende hat einem das Reittier dann vertraut und es hat sich einem angeschlossen. Wir können uns das Ganze mit dem wie heißt denn hier der letzte? Sieht man jetzt hier nicht. Genau, also den Rollkäfer hat man so bekommen, den Greif hat man so bekommen. Die Kriegsklaue kam wesentlich später rein, die bekommt man nur, wenn man ins WVW geht. Also die muss man sich im WVW erarbeiten. Und dann gibt es noch, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie heißt denn der letzte Kollege hier? Dieser Drache. Der Drache. Den habe ich noch nicht fertig, aber da können wir dann nochmal gucken, wie das Ganze mit diesen Erfolgen aussieht. Aber bis wir zu dem kommen, das dauert noch. Der kam nämlich relativ spät erst ins Spiel. So. Achso, wir können noch ganz kurz in die Skins gucken. Von dem Schakal. Das haben wir ja auch immer sonst gemacht. Und zwar ist das der Standard-Skin. Man kann diese Leuchtfarbe ändern. Die ist standardmäßig, glaube ich, gelb, ja, so gelb-orange. Und man kann die lila machen, blau machen, wie man möchte. Das kann man individuell einfärben. Und dann gibt es hier auch wunderschöne Skins für ihn. Ich habe mir damals den Schreinwächter gegönnt, weil ich den einfach mega hübsch finde. Der sieht so toll aus. Wir haben aber auch, sage ich mal, hier so eine Anubis-Hund-Variante. Oder hier sogar so ein Stier. Mit dem Schakal kannst du halt alles machen, ne? Das ist ein Viech auf vier Beinen. Also ein Hundekörper, da kannst du ja alles reinstecken. Genau, der hier ist auch wunderschön. Da machst du einfach einen Hirsch draus. Ich finde, der Schakal ist so der, den du am individuellsten gestalten kannst. Am Anfang kamen halt solche Skins raus, dass es schon noch Schakal war, aber halt sehr viel fancier und leuchtender. Oder hier so kristallmäßig oder irgendwo war auch ein brennender Schakal, genau. Und dann kamen halt diese andersartigen Hunde irgendwie langsam rein. So wie die, ne, die immer noch sehr schakalhaft aussehen. Ja, und dann kamen halt die Skins. Guck mal, wie süß der ist.
diese Skins, die überhaupt nichts mehr mit dem Schakal zu tun hatten. So viele schöne Skins. Oh, Halloween-Skin. Ja, das sieht aber nicht sehr gesund aus. Nee, danke. Also da kann man sich auch, wenn man Geld hat, sich gut austoben. Der ist, glaube ich, aktuell, wenn ich das hier richtig erblicke, sind die beiden im Moment zum Kauf verfügbar. Ich glaube, das bedeutet hier dieses Ausrufezeichen. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Edelstein-Shop öffnen. Gucken wir. Danke dafür. Ja, der Hund von Balthasar, der ist ja im Moment im Angebot. Das war für die Kriegsklaue, genau. Nee, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Okay. Ja, auf jeden Fall war es das soweit zum Schakal. Das hübsche Tierchen. Ich bin so froh, dass wir ihn jetzt offiziell nutzen können. Und wir gucken dann in der nächsten Folge, dass wir hier zu dem Feind meines Feindes da, ne, hier zur nächsten Story-Instanz kommen. Und hier nochmal, der Schakal befindet sich hier unten. Nicht hier, wo ich vermutet habe, aber ich wusste irgendwo rechts unten war es. Links unten. Wir holen uns dann gleich noch die Wegmarke. Und dann geht's darüber und dann gucken wir, wie die Geschichte weitergeht. So, jetzt verabschiede ich mich aber von euch. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü.